der Stadtverordnetenversammlung ging es heute vor allem um das Thema Blockupy. Meine Damen und Herren, ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Als besondere Gäste begrüße ich heute von der Polizei Herrn Polizeipräsident Gerhard Bereswell, Walter Seubert als Vizepräsident und Harald Schneider als Leiter Einsatz, der auch den Einsatz am vergangenen Mittwoch geleitet hat. Führende Vertreter von Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungskräften waren zahlreich auf der Besuchertribüne vertreten. Anlässlich der Feier zur Eröffnung der Europäischen Zentralbank am 18. März ist es im Ostend und in der Frankfurter Innenstadt im Rahmen der Blockupy-Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen, die es in diesem Ausmaß in unserer Stadt seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. Wir wurden Zeugen, wie schon am frühen Morgen mehrere hundert gewalttätige Demonstranten mit unglaublicher Aggressivität Fensterscheiben einschlugen, Farbbeutel, Böller und Pflastersteine auf Polizisten warfen, Barrikaden, Mülltonnen und sogar bemannte Polizeifahrzeuge in Brand setzten. Feuerwehrleute und Rettungskräfte wurden bei ihren Einsätzen behindert und angegriffen. Selbst eine Straßenbahn wurde attackiert und der Fahrer flüchtete in Todesangst. Viele Verletzte und hohe Sachschäden waren die traurige Bilanz dieser Krawalle. Deren Aufarbeitung wird uns in der heutigen Plenarsitzung intensiv beschäftigen. Ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, dass derartige Gewaltakte durch nichts zu rechtfertigen und aufs Schärfste zu verurteilen sind. Mit der Ausübung von Meinungsfreiheit hat diese Form des Protests nichts mehr zu tun. Hier handelt es sich um Straftaten, die gesetzlich zu ahnden sind. Wir dürfen nicht zulassen, dass das hohe Gut der Meinungs- und Versammlungsfreiheit gerade in unserer toleranten und friedlichen Stadt Frankfurt am Main durch gewaltbereite Randalierer missbraucht wird. Wer in Frankfurt friedlich demonstrieren will, hat hierzu jederzeit die Möglichkeit. Den Einsatzkräften der Polizei, aber auch den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwehr und der Rettungsdienste gilt unsere besondere Wertschätzung und unser Respekt. Im Namen des gesamten Hauses danke ich an dieser Stelle der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungsdiensten für die geleistete Arbeit. Wir geben uns auch als Versammlungsbehörde gemeinsam mit der Frankfurter Polizei die allergrößte Mühe, Demonstrationen in Frankfurt zu unterstützen, indem sie gesichert werden. Und in Frankfurt am Main werden im Jahr ungefähr 1500 Versammlungsanmeldungen durchgeführt. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, dieser Mittwoch wird natürlich auch in die Geschichte der Stadt Frankfurt eingehen als ein schwarzer Mittwoch, ein Tag von brutaler Gewalt gegen Menschen in unserer Stadt, und das muss uns alle nachdenklich machen, meine Damen und Herren. Aber ich glaube, dieser Gewaltexzess hat einen Höhepunkt bekommen, als Männer und Frauen, die sich der Sicherheit unserer Stadt verschrieben haben, die bereit sind, mit ihrem Einsatz, mit ihrer Gesundheit und auch mit ihrem Leben für die Persönlichkeitsrechte der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger einzustehen, brutal angegriffen worden sind. Und das waren in erster Linie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
Und ich will hier ganz deutlich sagen, Gewalt gegen Menschen ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Und ich will es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher sagen, dass wir Gewalt ächten, wenn Feuerwehrleute angegriffen werden, das ist selbstverständlich. Aber genauso ächten wir auch die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. Meine Damen und Herren, Polizisten, auch wenn sie einen Helm tragen, auch wenn sie hinter dem Schutzschild stehen, auch wenn sie Uniform tragen, Herr Klim, sind genauso wie wir Menschen, die Gefühle haben, die genauso eine Familie haben, die genauso, ich kann Ihnen das genau erklären, der Parlamentspräsident hat den Polizistinnen seinen Dank ausgesprochen. Das gesamte Haus... Meine Damen und Herren, ich bitte jetzt bei Beantwortung von Herrn Stadtrat Frank, Ihnen zunächst diese Fragen beantworten zu lassen. Danach haben Sie die Möglichkeit von Zusatzfragen. Es gibt keine Möglichkeit, Herr Stadtrat Frank, Sie haben das Wort. Dann möchte ich eine persönliche Anmerkung machen. Ich fand das sehr anständig von allen Stadtverordneten, dass sie ihre Wertschätzung gegenüber unserer Polizei und der Hilfsorganisation durch den Willkommensapplaus eben gegeben haben. Ich fand es völlig indiskutabel, dass die Linken nicht mal die Hand gehoben haben, um die Polizei mit einem ordentlichen Applaus hier zu begrüßen. Denn unsere Polizei hat am letzten Mittwoch, das habe ich doch genau gesehen, Sie, Herr Klim, sind derjenige, der Gewalt noch relativiert. Ich möchte Ihnen hier mal zurufen, das war ein unsittlicher Auftritt. Das war ein unsittlicher Auftritt im Rechts- und Sicherheitsausschuss. Das ist ein unsittlicher Auftritt gewesen von Ihrem Landtagsvizepräsidenten, Herrn Wilken. Ich glaube, wer mitverantwortlich ist für so ein Desaster, wie wir das am Mittwoch erlebt haben, der könnte doch auch mal an dieser Stelle sagen, hier ist etwas schiefgelaufen, wir distanzieren uns von Gewalt, das war nicht gut, hier gehört es sich ordentlich zu distanzieren von Gewalt. So einen Tag wie letzten Mittwoch wollen wir nie wieder in Frankfurt erleben. Alle Fraktionen, mit Ausnahme Die Linke, haben sehr deutlich gemacht, dass sie Gewalt gegen Mensch und Sachen scharf verurteilen. Allerdings irrt die Stadtverordnetenversammlung, wenn sie glaubt, die angewandte Deeskalationsstrategie habe zum Erfolg dieses Tages beigetragen. Tatsächlich hätte durch konsequentes, scharfes Durchgreifen vieles verhindert werden können und man hätte die Verbrecher inhaftieren müssen.